So, servus Sportfreunde. Kommen wir zur kurzen Auswertung vom dritten Reisflug. Ab Mittelstadt, mittlere Entfernung haben wir da gehabt. 314 Kilometer. Gestern war ja ein ziemlich heißer Tag. Da haben wir bei uns um 11 Uhr schon 30 Grad gehabt. Der Flug gestern war wieder nicht einfach. Bei uns wird vermutet, da wir da eine Kreuzung gehabt haben. Am Abend haben wir noch jede Menge Tauben gefehlt. Wir selber fühlen auch 3-jährige Herbstjunge. Wir haben jetzt einen Tag später. Das ist nur in Tür. Es ist noch keiner nachgekommen. Die anderen haben das, wie viel recht gut gemacht. Wir haben in der RV von den 11 Gesetzten leider nur 2 Preise. Das war mit der 410 oben. Und rechts der Jährige, der 162, macht nur einen Preis. Der 167, der ist hier drüben. Da fällt noch raus. So wie auch der 407 rechts oben. Der 407 und der 167 sind miteinander gekommen. Der 167 ist dann gleich reingegangen, der 407, ein 3-jähriger Vogel, der hat sich, der war ziemlich nervös. Ich weiß nicht warum, vielleicht war der Geier in der Nähe, der ist dann jetzt 3 Minuten später reingegangen. Da ist man im Regio. Machen wir von 11.3. Da muss man knapp unsere Prozente nehmen. In der jährigen Liste machen wir von 6 gesetzten Jährigen 2 Preise. Wie gesagt, das ist der 162 und der 167. So dass wir nach dem dritten Flug, so wie es ausschaut, haben wir bloß noch 8 Flüge. Außer es kommt noch einer nach. Ich hoffe es einmal. Aber es wurden da bei Sportfreunden Tauben gemeldet in ganz andere Richtungen. Dann habe ich gesagt, das war gestern. Ich habe ein paar Ergebnisse von anderen Sportfreunden mitgekriegt. So schaut es ganz böse aus. Im Endeffekt sagen, da sind wir noch mal wieder blau in Augen davon gekommen. So dass wir dann nach dem dritten Flug auf dem Stand sind, der 410. Das ist der da oben. Hat 2 Preise, der 411. Hat noch im dritten Flug 2 Preise, der 71. Und einen Preis. Der 431 und einen Preis. Der 162 hat einen Preis, der 167 hat einen Preis, der einzige ohne Preis, der jetzt noch anwesend ist, ist der 119, ein Jähriger. Der 570, der war viel. Das war eigentlich ein kleiner Hoffnungsträger, aber auch ein Herbstjunge. Die hat es mir da gestern, der Brösel, sagt man von uns. Vielleicht kommt noch einer nach, ich hoffe es. Wenn nicht, können wir natürlich auch nicht mehr. Dann geht es weiter mit den Jagdvögeln. Und dann bereiten wir es die Uhr wieder vor. Auf die nächste Uhr, da steht dann schon ein 400 Kilometer Flug an. Und dann schauen wir, wie es so läuft. Und dann wünsche ich alle eine schöne Woche. Bleibt alle gesund.
und Servus Mineral.